Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Zack McCracken Between Time and Space mit LEB und mir und dem irgendwie wirklich launesteigernden, motivationssteigernden Launesteigernden. Hallo! Ja, manchmal fehlen einem auch die Worte. Dem doch motivationssteigernden. Das Ding sieht doch aus so ähnlich wie mein Sensor von dem vom Fernseher. Von der Fernbedienung? Nein, vom Fernseher. Oh mein Gott! Wie es aussieht, haben sich die Haken von dem Kristall gelöst. Coole Sache! Na, das ist ja mal fantastisch. Oh. Der King hatte recht. Er hat den Seelenstein gefunden. Gut für uns. Gut, kümmern wir uns um ihn. Yeah! Überrascht, Mr. McCracken. Was wollt ihr von mir? Wissen Sie, Mr. McCracken, wir haben ein großes Interesse an dem Artefakt, das Sie bei sich tragen. War ja klar. Geben Sie es mir freiwillig, oder ich muss Gewalt anwenden. Hier. Vielen Dank für Ihre Kooperation, Mr. McCracken. Leben Sie wohl. Shit! Sie haben die Tür geschlossen. Wahrscheinlich haben Sie die Zeichnungen weggewischt. Wie komme ich jetzt hier raus? Tja, das ist eine gute Frage, die wir in der nächsten Folge... Nein! Ja, nein. Schönes auf dem Boden, ne? LEB, drücke... Es bewegt sich nicht. Eine verzierte Bodenplatte. Benutze. Ohne mich. Ach Mann, dann schauen wir nochmal, was haben wir denn noch hier? Eine seltsame Vertiefung. Sieht fast aus wie ein Schlüsselloch. Dann benutze die doch mal. Nein, das geht so nicht. Ich überlege gerade, was... Vielleicht benutzen wir einfach nochmal... Ja. Da tut sich nichts mehr. Schade. Dann weiß ich es auch gerade nicht. Hier, schau an, wollte ich doch. Eine verzierte Metallplatte. Man erkennt beeindruckende Gravuren und Zeichnungen. Mal sie an, nein. Ich weiß gerade nicht. Zumindest führt das dazu, dass wir nicht sinnlos irgendwo... Können wir die Fackel drehen? Oder drücken oder irgendwas? Mal sehen. Da tut sich nichts. Aber andere? Wir können sie drücken. Okay. Ja. Gute Idee. Wir drücken einfach mal sinnlos die Fackel. Nicht sinnlos. Ha? Sensationsreporter öffnet geheimnisvolle Pyramidenkammer. Hui, das sieht aber interessant aus. Ja, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, ne? Genau. Ja. Mir ist klar. Es sind altindianische Schriftzeichen. Aber ich kann sie nicht erkennen. Sie sind zu klein und stark verwittert. Wenn ich nur eine Lupe hätte. Debbie hat eine starke Brille. Vielleicht kann ich mir die mal ausleihen. Scherzkeks. Aber dann können wir ja mal wenigstens Sushi benutzen. Gut, dass ich dich dabei habe. Tja, das macht leider keinen Sinn. Doch, nur kannst du den nicht erkennen. Richtig. Dann ziehen wir mal die Fackel da drüben. Vielleicht öffnet sich dann auch noch was. Ah, nein. Tut's nicht. Das scheint nichts zu bewirken. Dann drücken. Da tut sich nichts. Dann drücken wir sie halt nochmal. Gut, also... Aber guck noch mal bitte auf den Boden, vielleicht... Ja? Vielleicht was? Sieht er dann einen... Ist das irgendwie... Eine verzierte Bodenplatte.
Ich weiß noch nicht, wo das enden soll. Auf jeden Fall sitzen wir ja hier schon mal gut fest. Hm. Also ich sagte ja gerade schon, es ist schon ganz okay, weil... So können wir wenigstens... Die Schale ist mit irgendeiner klebrigen, brennbaren Flüssigkeit gefüllt. Könnte Teer sein. Die Schale ist filigran gefertigt. Scheint für die Ewigkeit zu sein. Wie so vieles hier. Hm. Denk nach, denk nach. Wie haben wir denn vorhin das... Ja, bitte. Ja. Was denn? Ich weiß nicht. Ich bin gerade etwas verwirrt noch. Haben wir hier irgendwas? Oh, hier befindet sich eine runde Vertiefung. Der Stein ist an dieser Stelle sehr heiß, aufgeheizt durch das kleine Feuer, das im Sockel lodert. Könnte man fast als Kochstelle verwenden. Ja, hatten wir auch schon gemacht. Ich überlege gerade, wie können wir... Gut, auf der Sockel? Ich weiß es nicht. Es bewegt sich nicht. Sie. Ja. Damit ich wieder zur Krankengymnastik rennen muss? Nein. Schließe, öffne... Ja, ich überlege gerade, wie könnte man... Vielleicht müssen wir das einfach nachzeichnen, ich weiß es nicht. Das will ich nicht anmalen. Benutze das mit verzierter Bodenplatte? Das will ich nicht anmalen. Irgendwas... Was habe ich denn jetzt... Was habe ich vorhin übersehen? Das ist definitiv nicht möglich. Eine seltsame Vertiefung. Sieht fast aus wie ein Schlüsselloch. Aber da, was habe ich denn damit benutzt, dass das dann ging? Wieso? Du hast doch gar nicht... Wie? Hatte ich das nicht schon benutzt? Nein, du hast den dahinter benutzt mit dem Keks. Ja. Okay. Gute Frage. Was mache ich denn jetzt, um... Zeichnung, okay. Tja. Nutze. Keine Chance. Da haben wir uns halt was Schönes rein manipuliert. Wie kann man eine Linse bauen? Man braucht Sand. Die Frage ist, ist das überhaupt Sinn und Zweck der Sache, das also, jetzt gerade zu machen? Ja, kommst du hier irgendwie raus? Weiß nicht, hier war glaube ich immer der Ausgang, aber hier ist jetzt nicht mehr so. Die in Stein gehauenen Augen sehen aus, als ob sie mich beobachten. Unheimlich. Tja. So lieber nicht. Lieber nicht. Ich gebe ja zu, das war jetzt auch sehr verzweifelt, die Idee, die ich hatte. Das soll ein Scherz sein, oder? Vielleicht. Kommt drauf an, ob es das Problem löst. Benutze Suppe? Ach nein, das war nur... Ich werde sie nicht essen. Niemals! Gib Suppe an Statue? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Gib sowas an Statue? Selbst im Leben eines Adventure-Charakters, ja? Ja, wisst ihr, gibt es Sachen, die er nicht hergeben will. Ach, meine Güte, Mensch. Das hilft mir nicht weiter. Ich denke ja immer noch, irgendwie ist da ja oben. Aber wir können irgendwie nicht als der Schwerter nehmen oder irgendwas. Haben wir irgendwas, was wir in die Vertiefung rein? Denk nach, denk nach. Besser nicht, besser nicht. Eine seltsame Darstellung. Hm. Sieht
aus wie eine Art Maschine. Oben ist eine Art Kuppel zu erkennen, aus der drei Strahlen austreten. Was das wohl bedeutet? Vielleicht ist es ein wichtiger Hinweis oder nur die unwichtige Zeichnung eines Aztekenkindes. Und daneben befinden sich noch ein paar eingeritzte kleine Zeichen. Die sollte ich mir vielleicht auch noch genauer anschauen. Tja. Zu drei Strahlen. Ja, so. Nutze das mit... Tja, das macht leider keinen Sinn. Doch, eigentlich schon. Es bewegt sich kein Millimeter. Das ist definitiv nicht möglich. Ich weiß also nicht... Drei Strahlen, ja. Was wir jetzt schon wieder verbockt haben hier. Das will ich nicht anmalen. Nicht. Super. Ich schon. Ich will mich jetzt nicht verkleiden. Tja. So. Bestimmt ist die Zeit ja schon wieder rum. Kannst du irgendwie die Fernbedienung... Das Teil hängt ja schon seit Hunderten von Jahren. Und da komme ich und soll es klauen? Es muss einen anderen Weg geben, meine Redaktion zu sanieren. Kein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ich lösche das Feuer lieber nicht. Nachher komme ich noch in Schwierigkeiten. Schade. Ja, aber dann geht's doch wieder zu. Ja. Ich hoffe nur, ob es vielleicht... Das scheint nichts zu bewirken. Da tut sich nichts. Kannst du mir nochmal die Steinplatte angucken? Klar, das nochmal. Da tut sich nichts. War nur ein Versuch, vielleicht... Ich dachte, vielleicht schließt sich das Ding... öffnet dann. Da tut sich nichts. Ja, mal schön locker bleiben. Weil da sind ja Zeichen drauf, nicht dass die irgendwie sich auf der anderen Steinplatte. Ich weiß. Ja. Eine verzierte Bodenplatte. Ich meinte die da. Die? Ja. Metallplatte. Eine weitere Metallplatte. Die Zeit ist zu knapp, um sie zu vergeuden. Damit ich wieder zur Krankengymnastik rennen muss? Nein! Keine Chance. Dafür bräuchte ich wohl schweres Werkzeug. Tja, das macht leider keinen Sinn. Den Buntstift, aber er will ja nichts anmachen. Kann man die Finger eventuell... Ich verstehe den Trick bei der Sache wieder nicht. Was ja nicht unbedingt negativ sein muss, aber anscheinend doch negativ ist, ist... Kann man die Hand irgendwie mit diesem Opfer-Dings herumsagen? Das tut auch nichts. Tja, und gleich ist schon wieder die Zeit rum für diesen Part. Und ich dachte, wir kommen diesmal auch ein bisschen weiter als... Ja, wir kommen schon weiter. Es scheint sich dabei nicht um einen geheimen Hebel zu handeln. Schade. Ja, der hat einen Onkel. Tetzkatlipoca ist ein altindianischer Schöpfergott. Mehr weiß ich aber auch nicht über ihn. Nein. Das reicht ja schon. Das ist schon mal eine ganz schöne Menge. Ja. Also... Kann doch nicht so schwer sein, also ganz ehrlich. Das leider geht nicht. Das habe ich nicht nötig. Dann weiß ich es auch wieder nicht. Ein bisschen...
ohne mich. Ich will mich jetzt nicht verkleiden. Der Pfad ist rum. Das stimmt. Aber wir sind immer noch nicht weiter. Ja. Weiß es selber. Was soll ich ihm denn sagen? Außerdem glaube ich auch nicht, dass er antworten würde. Nicht auch schade. Wir haben mal wieder irgendwas übersehen. So langsam beginne ich an meinem Verstand zu zweifeln. Ich lösche das Feuer lieber nicht. Nachher komme ich noch in Schwierigkeiten. Das funktioniert nicht. Also, ich ganz ruhig. Gut, wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht, mit ihr, LEB und ich dann im nächsten Part von Let's Play Zack McCracken Between Time and Space. Ja, bis dahin. Bis dann.